Alter, ey, dieser Toba-Blubber, oder? Leute, willkommen zurück zu Paper Mario. Mich wundert es ein bisschen, dass wir den noch nicht gesehen haben. Dass der irgendwie, weiß ich nicht, kriegt der nicht mit, dass wir hier irgendwie in seiner Bude sind? Nö, wa? Die Wachen haben uns schon mehrmals rausgeschmissen, da sagt keiner Bescheid. Also, ist doch gut, ne? Dann, weniger Probleme für uns. Wir rocken einfach durch. So, und slap ihn, Bu. So. Okay, wir haben den nötigen Schlüssel. Wir sind ja bloß nochmal hier den Umweg gegangen, weil es halt einen Sternsplitter gab. Abgeblockt. Ich benutze den Hammer. So, reicht das sogar aus. Okay, aber ich glaube, ob ich noch ein Level abkriege, bevor es hier wirklich zum Showdown kommt? Ich glaube eher nicht. Nochmal echt die Hälfte? Nee. Naja, kriege ich halt ein Level ab, wenn ich ihn besiegt habe, den Toba Bluba. Moment mal, ich kann ihn gar nicht besiegen. Er ist unbesiegbar. Immer noch. So, danke, Mann. Alle Gegner mitgenommen. So, nehmen wir wieder unsere schöne Abkürzung. Wow, Alter. Yeah. Der Orden ist cool, ey, aber wir müssen den mal ablegen. Weil der ist ja eigentlich echt nur zur Fortbewegung sehr geil geeignet, der Spinning-Super-Orden. Aber im Kampf denn sollte ich mal vielleicht, ne, die Plätze, die er verbraucht, anderweitig nutzen. Wow, wow, wow. Oh, Mann. Und ja, ich hab's immer noch nicht gemacht. Ich muss echt mal euren Tipp befolgen. Dass ich halt die Steuerung mal umstelle bei der Virtual Console Version, die wir hier benutzen. Muss ich ja einfach einmal den Stick auf das Digi-Kreuz umstellen. Ja, muss ich diesmal machen. So, kann ich mich irgendwo heilen? Oder ich würde mich gerne. Ach, glaube ich, kann mich auch im Schloss heilen. Das ist kein Problem. Irgendwann. So, ja, komm, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. So. Er wird ja immer rausgeschmissen. Er ist ja schon peinlich. Egal. Aber Toba Bluba scheint es nicht zu stören. Dem ist es egal. Der vertraut da voll auf seine Machenschaften und seine Schergen. Die machen das schon. So, okay. Vielleicht mal ein bisschen vorsichtiger einfach. Achtung. So. Ich bin ja sowieso viel zu schnell. Ich kann ja richtig wegrennen. Kriegt doch keiner mit. So, jetzt sind wir hier bei der Tür, wo eine Wache ist. Und wo wir den Key haben. Flipp. Boah, sind ja wieder so viele, Mann. Oh, da halte ich nie aus. Wenn die alle mich treffen, bin ich tot. Was soll ich tun? Für alle Gegner 4 Angriffskraft. Das ist aber nice. 3 Feuerangriffskraft. Hm. Was mache ich denn da jetzt? Das sind mir echt zu viele, oder? Oder sind es mir zu viele? Ja klar, wenn die alle... Ich muss einen töten, sonst krieg ich... Dann krieg ich 9 Schaden. Okay. Naja, töte ich erstmal ein. Weil mit dem Powerschlag dürfte der so ja down sein, hier der erste. Durch den ersten Angriff. Oh je! So, der könnte mich einfach unsichtbar machen. Kann ich auch machen, genau. Dann gehe ich allen Angriffen aus dem Weg. Voll cool. Daneben. Daneben. Das kann aber leider. Naja, Lady Boo jetzt nicht mehr angreifen. Da habe ich auch wieder ein Problem, ne? Hm. Ich mach mal. Nee, Fokus geht nicht. Powerschlag. Ja, die überleben jetzt wieso. Naja, war eigentlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Leider. Na, was soll's. Achtung. Aua. Mann. Oh yeah. Hey, wartet mal. Ich könnte jetzt eigentlich den Mega-Orden machen. Sieht jetzt übelst. Ne, dass ich jetzt. Jetzt bin ich ja in Obergefahr. Jetzt könnte ich diesen mega krassen Orden anlegen. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, ich nehme Wackers Kick. Oder nehme ich so eine Zitrone? Nee. Aber das sind einfach zu viele. Das nervt. Der Voltopilz, nee. Tarngel habe ich ja auch noch, aber den will ich mir noch aufheben. Oh Gott, ey. Toll, diese piepen jetzt. Was mach ich denn jetzt? Ich kann die nicht besiegen. Ich kann noch einen Down machen. Okay, wartet mal. Oder mach ich Spuk. Und versuch mal alle wegzuschrecken. Das bringt ja sowieso nichts. Naja, nur für muss ich Wackers Kick einsetzen. Toll. Das bringt auch keine Erfahrungspunkte. Die bringen jetzt so viele Erfahrungspunkte, ey. Das wäre doch schon nicht schlecht. Ja, weil die bringt wieder 3. Die bringt komischerweise wieder 3 Erfahrungspunkte. Das ist doch nicht schlecht. Naja, nee, kein Wackers Kick. Was soll's? So, gib mal Item her. So, schön snacken. Irgendwann holt mir vielleicht nochmal so ein Ding. Ist ja gerade mal unser zweites. Yeah. Aber das Level-Up, was ich jetzt als nächstes bekomme, das wird ja
vorerst das letzte sein, was ich in OP stecke. Dann habe ich 15 OP-Punkte. Und das soll eigentlich erstmal reichen. Hui! Da muss ich echt mal wieder auf KP gehen und auf BP so ein bisschen. Das geht doch sonst nicht. Alter, wenn das so einfach geht, hätte ich gar nicht gedacht. Einfach sofort instant killen. Bam, bam, bam. Schön geslappt. So, jetzt kommt's. Pass auf, hinter der Tür ist so ein Ding, was mich heilt. Ich seh's schon kommen. Ah, aua. Die sind einfach zu stark. So, kurz mal einfach jumpen und dann ist das erledigt. So. Na, immer schön auf Items einsetzen, ne? Sehr nice. Okay. Toll, jetzt krieg ich noch einen Superpilz. Klasse, ey. So, egal. Zack. Weiter geht's. Schlüsselkey. So, wir müssen in den zweiten Stock. Wir sind immer noch im ersten. Ah, perfekt. Jetzt geht's hoch in den zweiten. Ahornsirup. Ahorn. So, ist hier irgendwo einer? Nee. Mann, lässt mich in Ruhe. Oh Gott, ich bin ja so froh. So, okay. Zweiter Stock. Oha. So, sind die auch nochmal... Oh mein Gott. Was ist das denn? Irgendwas ist hier faul. Oh mein Gott, Leute, er ist da. Er ist es. Okay, okay, wartet. Ich kann mich unsichtbar machen. Dann, dann sieht er mich ja nicht. Ja, lalala. Warte, was ist das denn? Alter, ich bin so oder so viel zu schnell für ihn, kann das sein? Der kann mich doch niemals einholen, der lahme Typ. So, warte mal. Ich möchte jetzt doch nochmal die Dinger hier scannen. Einfach so. So, komm, jetzt sind jetzt wieder 1000 Stück auf einmal. Alter, wie viele das hier sind? Der kriegt ja verdammt noch ein Level ab. Kann doch schon sein. So, Gumbario, scann mal ein für alle mal die ollen Viecher hier. So, das ist ein Klubber. Klubber sind die Hauptwachen in Tuba Blubbers Schloss. Maximal KP 8, Angriffskraft 3, 0 Verteidigung. Oft schlafen sie während des Dienstes. Wenn du sehr langsam gehst, wachen sie vielleicht gar nicht auf. Sie sind zwar sehr groß, aber mit dem richtigen Einsatz des Action-Kommandos sind sie nicht ganz so hart. Oh je. So, dann sieg ich mal die KP von denen. Das ist echt immer viel beruhigender, wenn du weißt, wie viel die noch haben. Ja, ich könnte vielleicht echt mal überlegen, diesen Wirbelorden abzulegen für den Kuckuckorden. Aua. Ich krieg jetzt einen Powerhüpfer. So, erstmal wieder richtig schön. Psch, elegant. Psch, und 4. 5. 6. Verdammt. Gut, Gumbaro kann leider nichts da machen. Er kann ja nicht raufjumpen. Da muss ich wieder hier zu Bomb. Nicht zu Bomb, zu Buu. Abgeblockt. Aber nur ganz knapp. So, nehme ich einfach mal einen Superpilz. So, warum sind jetzt hier so viele Wachen? Ich weiß echt nicht, ob ich die alle besiegen soll, weil jetzt könnte ich ja eventuell auch dann halt, wieder den Cooper nehmen, damit der immer alle trifft am Boden. Damit es schneller geht und so, ich weiß nicht. Down. Ja doch, dann, doch, guck mal, ich bin kurz vorm Level Up. Wenn das nochmal, wenn bei einem nochmal 4 Stück sind oder so, dann krieg ich wieder ganz viele Erfahrungspunkte. Das sollte ich schon machen. Bombett vielleicht. Sie explodiert und zerstört brüchige Wände. Ich nehme Cooper. So. Okay, aber immer schon den ersten Angriff. Doch, ich krieg hier Level Up. Das sind so viele. Das muss ich machen. Tut mir leid, aber Level Up ist doch wichtig. So. Ja, krieg ich wenigstens mal den einen, krieg mal gleich down. Oh yeah. So, wie gesagt, wie interessante Sache. Warum nehmen die manchmal 3 und manchmal 2? Macht wohl die Masse aus. So. Komm nachher, Mann. Ich hab keine Angst vor dir. Autsch. So, Hammer. Ja, eigentlich, wie gesagt, ihr könnt sehr gerne den komischen Kriechorden, wie der hier heißt, den wir aus der Wüste haben. Weil dann kann Mario nicht rennen und dann würden die alle pennen, glaube ich. Dann kann man sich nicht vorbeischleichen an denen. Oh Mann, ey, sind jetzt hier... Ja, sind halt echt nur... Oh doch, das sind so viele, Alter, geil, kriegen wir Level Up. Oh, ist das bloß einer. Was ist denn das? Naja, gut, okay. Warum sollte man die nicht mitnehmen? Ja, das sind halt Erfahrungspunkte. Und ja, ich setze dann wirklich nochmal
auch wenn KP halt auch nicht so schlecht wäre, aber ich setze mal auf OP. Bloß dann werde ich, glaube ich, erstmal eine ganze Weile, werde ich dann nur 15 OP-Punkte haben. Da muss ich halt mal öfter hin und her switchen und hin und her wechseln. Das geht ja nicht anders. So, oh, das gibt hier nochmal richtig viele Erfahrungspunkte. Okay, was mache ich, ich mache einfach echt mal die Witte erstmal. Und dann, ja, und dann macht Koopa leider keinen Kill. Leider nicht, aber was soll's. Alter, voll die krasse Animation irgendwie. So. Oder Multirempler paralysiert alle Gegner am Boden. Aber das macht ja keinen Schaden, ne? Ach komm, ich mach das einfach mal. Ich mach mal Multirempler. Wow, sehr schön. Alle paralysiert. Ich weiß nicht, was das heißt. Ich glaube, die können nicht angreifen. Sehr gut. Wir haben den Multijump. Au, yeah. Boah, richtig geil. Zieht richtig viel ab. Sehr schön. Und da die jetzt verwirrt sind, brauche ich ja nicht mehr, noch mehr BP verschwenden. Level up gleich so nice. Und der Multijump. Allein zum Kill. Sehr dünn. Yeah. Jetzt kommt's, jetzt sind das bloß noch die anderen Bienen, die übrig bleiben. Sind das bloß noch so einer Typen und dann. Toll, doch keine Flap. Yeah, du hast den Schlüssel Key erhalten. Sehr schön. So, komm, jetzt, du musst hier nochmal mindestens zwei Leute sein oder so. Oh mein Gott, ich krieg echt kein Level up, das kann nicht wahr sein. Warum kriege ich hier kein Level up? Das wäre so wichtig, Mann. Weil der Big Bo wieder schön voll gefüllt. Ach, Mann. Kann ich euch nochmal die Orden mir angucken, weil ich das anlege? Oh, oh yeah. Oh, ja, da müssen jetzt mindestens wieder vier Stück sein. Sonst sind die alle fail, ey. Sonst kann ich das vergessen. Oh, das kann nicht wahr sein, ey. Oh, dann müsste ich nochmal nach unten gehen. Weil unten waren unten bin ich ja an zwei so einen Klubbers vorbeigerannt. Das kann nicht wahr sein, ey. Egal. Egal. Dann warte ich halt. Gut, okay. Alle besiegt, ey. Einfach alle platt gemacht. So richtig greedy. So. Der Blubber-Klubber rennt hier rum. Und checkt nicht, weil auch kurzsichtig ist, dass wir hier einfach in sein Schlafzimmer kommen. Oh. Okay, sehr schön. Bin ich hier nochmal geheilt. Ja, leider kein Level-Up mehr. So. Speichern wir mal schön hier. Alles klar. Gut, Leute. Oha. Oh, kommen hier nochmal vielleicht Gegner? Nee. Immer noch so viele Chancen, aber nein, es kommen keine Gegner. Wir sind aber jetzt ganz oben im zweiten Stock. Oh. Oh Gott, wo sind wir denn? Okay, wartet mal. Kann ich hier hoch? Nee. Dieser Riesenstuhl. Hier ist alles immer so riesig. Was ist denn das hier? Einfach nur so ein leerer Raum und ja, hier ist ein Gemach. Und hier haben wir eine Truhe. Oh nein. Ich glaube, ich könnte Ärger kriegen. Der Stern ist fort. Und außerdem glaube ich, dass jemand ins Schloss eingedrungen ist. Ich will König Bowser nicht verärgern. Er ist unheimlich. Zwar hat er mich unbezwingbar gemacht, aber wenn ich das hier vermassle, macht er mich sicher wieder zu dem, was ich vorher war. Oh. Oho. Gut, dass er Selbstgespräche führt. Oh mein Gott. Oh Gott, guckt euch Mario an. Er hält seine Nase gegens Bett. Zeit für mein Schlechtschlaf. Richtig scheiße, wie das aussah. Oh, jetzt kurz hingelegt. Okay. Verdammt, Leute. Psst, er pennt. Wisst ihr was? Ich glaube, ich werde echt mal den Orden anlegen. Warum nicht, ne? Wartet mal, den Orden, dass ich halt, ja, schleichen kann. Das wäre schon nice. Der kostet ja zum Glück auch nichts, tatsächlich. Hier, der Schleicher. Verhindert, dass Mario läuft. So. Seine Schrittgeschwindigkeit wird sehr langsam. Okay. So, zack, angelegt. Alles klar. So. Was haben wir hier drin, ne? Hä? Was ist das denn? Hallöchen, ich bin Igitti. Ein sprechender Schlüssel-Key. Ein treuer und gesprächiger Gefolgsmann von Meister Tubabluba. Mein außergewöhnlich wichtiger Job ist es, seine Wertsachen zu bewachen.
Aber du siehst gar nicht aus wie Meister Tubabluba. Nee. Das bedeutet ja, du bist hier, um mich zu stehlen. Mit dem magischen Schlüsselkey, der die Tür zur windigen Mühle am Ende der windigen Schlucht öffnet. Das war ein Idiot. Und außerdem willst du wohl das Geheimnis, das sich in der Mühle verbirgt, lüften. Nein. Du bist ein schrecklicher Lügner. Oh, Hilfe, Meister Tubabluba. Oh, fuck. Ein Dieb. Was soll denn der Krach machen? Noch für Schlüsselmutti? Alter Gott! Oh nein, er ist wach! Wir müssen rennen! Toll, ich hab den ollen Ohren angelegt. Got the key! Okay. Ich leg unter den dummen Ohren an. Ich dachte jetzt irgendwie. Okay, egal. Leute, Tubabluba. Er ist am Ausrasten. So, Schleicher kann wieder ab. So, okay, wir müssen rennen, wir müssen wirbeln! Tschüss! Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Schnell raus hier, Leute. Wir haben den Key. Oh nein, er kommt. Was ist denn das? Was? Alter, Jeep, halt. Boah, Alter. Wow. Warum? Warum hat er alles kaputt gemacht? Toll. Und ja, Leute, er kommt einem wirklich hinterher. Wow. Oh Gott, ey. So, wenn ihr einen bekommen sollte, ist das nicht schlimm. Man kann sehr, sehr leicht fliehen, da man ja nicht kämpfen soll gegen ihn. Wo ist er denn? Hallo? Ich komme, ich krieg den Mann. So, man kann sehr leicht fliehen, wenn er einen erwischt, weil dann startet einfach nur ein Kampf. Ja, und man kann ihn halt nicht besiegen, er ist unbezwingbar. Aber wie gesagt, dann einfach fliehen, was sehr, sehr einfach ist. Oder auch einfach sich unsichtbar machen mit Boo. Dann haut er nämlich von alleine ab. Oh Gott, der Typ mir alle zerquetscht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich kann es dir mal kurz zeigen. Komm her! Erstangriff, yeah! Oh mein Gott. Was hab dich, du Mann? Es ist nicht schön, in andere Leute Zimmer herumzuschnüffeln. Du musst bestraft werden! Nun sollst du sehen, wie entsetzlich zu meinem Blumas Zorn ist. Oh oh. Buh, kannst du es mit unsichtbar machen? Tja. Trottel! Okay. Tja, so kann man halt vor ihm abhauen. Endlich haben wir Tubablubas Schloss erreicht! Seid ihr alle bereit? Seid tapfer! Wir müssen alles tun, was in unserer Macht steht, um Lady Boo zu helfen! Aber was können wir denn machen? Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, die Nerven wegzuschmeißen! Unsere geliebte Lady kämpft gegen Tubabluba! Wir dürfen nicht zögern! Was? Sofort zurück! Nee, sofort zurück, Mann! Hallo? Boah, cool. Was ist das für ein Geräusch? Tubabluba ist hinter dir her, oder? Und er ist auf der anderen Seite des Tors. Oh, scheiße. Juhu! Was? Du sagst, du hast vielleicht Tubablubas Schwachpunkt herausgefunden? Oh, natürlich, die Windmühle am Fuße des Hügels. Da müssen wir jetzt hin. Du musst dich beeilen. Lauf so schnell du kannst zur windigen Mühle. Wir werden versuchen, Tubabluba hier festzuhalten. Das ist zu gefährlich. Er ist verrückt. Er wird jeden einzelnen von euch fressen. Oh, oh, oh. Warum lässt du das Tor nicht öffnen? Ich weiß nicht, wie lange wir es noch halten können. Kümmert euch nicht um uns. Lauft, lauft für unser aller Wohl. Blickt nicht zurück. Oha. Okay, schnell. Oh. Ich spreche leckere Geister. Öffnet das Tor. Oh Gott, das ist so gemein. Die armen Boos. Sie opfern sich. Ich rieche Geister. Ja, okay, schnell weg, weg, weg. Schnell weg, weg. Oh Gott, ey, wie immer noch die Erde bebt. Ich weiß gar nicht, ob der wirklich noch kommen kann. Oder ob er schon kommt. So, dann wir müssen zur windigen Mühle. Das passt auch gleich ideal, um den Part zu beenden, Leute. Wow. Speedwirbel. Oh Gott, oh Gott. So. Alter, bis der da hinkommt, ey, da vergehen doch Jahre. Was ist los, Mann? Versteck dich! Die windige Mühle? Folge einfach dem Verlauf der Schlucht, okay? Du kommst an ihr vorbei, bevor du Boos Villa erreichst. Ja, ich weiß! Ihr müsst euch verstecken! So, nochmal kurz heilen. Ach, bin sowieso schon voll. Ey, toll, ey, kurz vorm Level up, Mann! Das ist richtig kurz vorm. Ach, warte, warum hab ich nicht noch ein paar Gegner besiegt, ich Depp? Ah, ich bin nur wieder ein Depp. Naja, was soll's.
Da ist hier noch ein Gegner? Ist doch immer noch ein Gegner, oder? Komm schon. Nein, kein Gegner mehr, alles klar. Leute, auf zur windigen Mühle. So, mystischer Schlüssel eingesetzt. Oh, alles klar. Leute, ich würde sagen, aber wir können erstmal hier den Part beenden. Vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal kommt der Kampf. Und damit wird das dritte Kapitel dann beendet. Vielen Dank wieder fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.